Wir sind im Südwesten in so einem komischen Bermuda-Dreieck, keine Ahnung. Sind auf jeden Fall in irgendeinem Tunnel noch. Gucken, was jetzt auf uns wartet. So, Pumpgun, genau. Schauen wir mal. Ja, und Sie sehen, dass Sie nichts sehen. Nichts. Okay. Interessant. Okay, was ist das denn hier für eine Butze? Hallo? Ach, hier unser Flintenfutzi. Je mehr verschont wird, desto mehr können wir verwenden. Armand, das verstehen Sie ganz gut. Oh, hallo, ich habe ja gesagt, dass wir uns bald wiedersehen. Wie ist der dort hingekommen? Dieser Ort ist... Das ist wegen des Zuges. Davon habe ich gesprochen. Möchtest du etwas trinken? Ich habe noch etwas... ein bisschen. Zug. Er trägt den Kristall. Warum nehmen wir ihn nicht jetzt? Das geht jetzt nicht, es ist noch zu früh. Ach ja, du bist im Dienst, das hatte ich vergessen. Clever. Das ändert nichts, Zugführer. Armand, ich denke, wir sollten zur Sache zurückkommen. Ja, natürlich. Okay, das ist sehr mysteriös. Jetzt ist auf jeden Fall zu. Und ja, keine Ahnung. Die haben auch alle diese weißen Augen schon wieder gehabt. Vielleicht könnt ihr euch ja schon mal so einen kleinen Reim drauf machen, was hier vor sich geht. So, jetzt hoffe ich aber, ah, da ist es doch. Abschiedsgeschenk. PS, du kannst es noch schaffen. Okay. 8732. So. Und weiter geht die Fahrt. Ja, jetzt habe ich ja auch keine neuen Sachen zum Craften. Toll. Jetzt geht die Fütterungszeit hier direkt weiter, oder was? Ist es denn wahr? Okay, ich habe von Nahrungs-, also Fresspaketen und von Medikits jeweils noch vier. Ja, sollte ich mit hinkommen. Das sollte reichen. So, Leute, was ist los hier? Ach, der Köttel hat schon wieder Hunger. Wenn er Hunger hat, dann verliert er noch mehr Energie. Also Freund, du wirst mir echt zur Plage hier, weißt du? Okay, du kriegst erstmal ein Fresspaket, weil du nervst mich sowieso schon. Was ist jetzt? Warum ruckelt das? Ach so, wegen Danke. Ja, das ist krass zu laden. Ja, sind sie immer noch in dieser Schleife da? Aha. Hier werden auf jeden Fall Kapseln gelagert in dieser komischen, dunklen Tunnelwelt. Die Kapseln, die auf jeden Fall die Leute infizieren. Einige, also die meisten. Das ist schon mal interessant. Und die Fuzzis kriegen das nicht mit. Oh, mir geht es nicht gut. Oh. Anstatt der mal selber seinen Arsch nach vorne bewegt. Okay, er ist auch schon wieder gleich down. Aber was ist das hier für eine Gegend? Ach, komm, ey. Riesige Säulen mit diesem schwarzen Glibberzeug und ein riesiger Berg. Okay, mit Hunger ist scheißegal. Uch, ja, Uch. Gib dir gleich Uch. Du kannst jetzt erstmal noch ein bisschen hier warten, Freundchen. So. Ja, es ist noch dunkler. Ich denke mal, das sollten wir jetzt aber schaffen, ohne noch mehr Ressourcen zu verballern. Also er hat hier auf jeden Fall, er verliert ja richtig schnell Energie. Das ist ja schon wieder unmenschlich hier. Komm, runter damit. Okay, er ist noch genug, er hat noch genug. Jetzt aber hier. So, komm, Attacke. Komm, Dankeschön. Wer weiß, wo wir jetzt ankommen? Vielleicht wieder in so einer düsteren Umgebung oder sind wir jetzt doch wieder? Aus diesem komischen. Nee, leider noch nicht. Aber wo zur Hölle sind wir?
Schauen wir mal. Erst ich nehme mal hier mal. Oh, wir können auch direkt nach unten. Egal, ich gehe jetzt mal hier rein. Wir müssen nach unten, war ja klar. Sonst wäre es ja nicht direkt schon hier ja, angewiesen. Ladung 0%. Muss an Stromversorgung angeschlossen werden. Alles klar. Erste Hilfekasten. Nice. Ach, das sind schon wieder solche Fuzzis. Klatsch, klatsch, klatsch. Ne, geh mal hier hoch. Müssen wir irgendwie anders machen. Latsch mal so ein bisschen, dass ich freie Schussbahn auf dem Blödmann da hab. So, Hauptsache, dass der nicht zu nah ist. Komm, geh mal runter. Komm, hoch, hoch, hoch. Bam, sehr schön. Sehr, sehr schön, so lobe ich mir das doch. Und tschüss. Ja, wo sind wir denn jetzt wieder hier? Ah, komm, euch schlage ich so kaputt. Bam! Eiserne Faust hier. Ja. Okay. Wir schauen mal eben. Was ist hier oben? Ja, so ein kleiner Futzmann. Dann nehmen wir mal den Stuhl. Ah, zwei von den Futzis. Okay. Klatsch. Klatsch. So. Tschüss. Aber ist sehr gut belebt hier, diese Bahnhöfe. Wann und wo das auch immer sein soll hier. Schrauben, Lumpen. Und dann sagte er, dass die Nacht über die Erde hereinbricht und er seinesgleichen Sterne... Was? Hereinbricht und er und seinesgleichen Sterne im Nachthimmel. Okay. Das war wirklich ein merkwürdiger Traum. Er trug einen Hut und hatte eine Waffe. Wie ein Cowboy, eher wie ein Jäger. Aber vielleicht dieser eine Fuzzi, den wir da gerade gesehen haben. Auf dem letzten Bahnhof. Was ist das? Belus 7, das ist unser Zug. Aber wenn der hier steht, was ist dann mit unserem? Oder gibt es zwei? Das Ding hat auf jeden Fall diese eine wichtige Fracht, die wir am Anfang vom Militär bekommen haben. Irgendwas ist da angeschlossen. Das wird immer merkwürdiger. Wieder diese Träume, die Symbole, jede Nacht. Okay. Hier geht's nicht weiter. Wer bist du? Hilf mir. Okay. Was sind denn das hier für komische Dinger? Was pumpen die in meinen Zug? Belus 7 ist mein Zug hier, ja? Okay, kommen wir nicht weiter. Ach du Scheiße. Nee, ich warte, bis dieser eine Fuzzi hier kommt. Dem kann ich ja bestimmt hier eine knallen. Komm. Ach du Affe. Hallo, hier. Lalalala. Scheiße. Boah, das war knapp. Fast hätte er mich aber mitgefetzt hier. Okay, das ist echt interessant hier. Wo sind wir? Wo zum Teufel sind wir? Ja, super. Ich dachte, das bringt was. Toll. Wieder schön verschwendet alles hier. Klatsch. Okay, die Viecher nerven echt ein bisschen. Ist das weg? Sieht man schlecht. Okay. Irgendwelche Kapseln. Aber sieht nicht so aus wie diese mit dem Gas. Keine Ahnung. Schrauben. Okay. Aha. Keine Daten, ist ja klar. Lumpen. Ah, hier ist die Batterie. Jetzt können wir hier oben endlich ein bisschen Action machen. Ja, ach so, das interessiert das Ding gar nicht. Hauptsache, das Teil funktioniert. Zwei
968. Dankeschön. Weiter geht's. Und ich glaube, unsere Fuzis hatten ja Hunger. Ich denke mal nicht, dass es jetzt schon so kritisch wird. Ich frage mich echt, wann wir wieder aus diesem Wurmloch hier rauskommen oder was das hier ist. Weil eine normale Station oder Bahnhof kann halt ja nicht sein. Das kann mir ja keiner erzählen. Jetzt wird es auch ein bisschen eng hier mit den Vorräten. Okay, ja, oh, er hat auch Hunger. Die haben alle Hunger. Oh, das wird echt knapp. Was ist jetzt los? Okay, er stirbt gleich da hinten. Das ist nicht gut. Komm, 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 komm. Nicht sterben. Okay, sehr gut. Was hast du? Oh nein, er stirbt auch. Was ist jetzt, Lia? Ich sehe nichts. Oh, goddammit. Okay, sie haben Hunger. Gleich stirbt er wieder. Och Gott, was ist denn hier los? Kann ich mir Dinger craften? Wie lange dauert das noch? Scheiß auf Fressen. Er stirbt gleich. Er muss ja echt immer randalieren hier. Also nicht randalieren, aber... Okay, das Ding ist gleich weg. Dann nimm das mal... Oh, der Kern überhitzt. Ah, ah, ah. Was geht denn im Hintergrund ab? So, Nahrung. Ich habe nur noch eins. Oh, jetzt wird es langsam echt kritisch. Der Zug ist auch voll bis oben hin. Na, das sollten die aber schaffen. Okay, es wird knapp. Das letzte Essen. Ich glaube, das kriegst du mal besser hier, ne? Dann nervt er mich nicht noch. Okay, du hast noch. Du hast auch noch. Hauptsache, die beiden sind versorgt. Die anderen mit Essen. Ja, er hat auch Hunger, aber ich habe leider nichts mehr. Tut mir leid. Tut mir leid, mein Freund. Komm, schaffen wir das jetzt? Was für eine Mauer. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Hauptsache, die haben nicht zu viel Energie verloren. Nicht, dass wir gleich noch weiter müssen und dann schaffen wir es nicht mehr. Komm, 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 raus jetzt hier. Ich hoffe, wir können die jetzt mal abgeben. Weil das wird langsam nicht mehr lustig hier. Ohne Nahrungsmittel etc. Medikits gehen auch langsam zur Neige. Aber es schneit, das ist schön. Deswegen ist etwas, ein bisschen Balsam für die Seele. Und es ist kein Menü da. Ja, sauber. Geheim. Entwickler. Und der eine ist Fragezeichen, Frage. Bringe 6 Passagiere zum L-Apps. Okay, was auch immer das ist. Ganz genau. Er hat den Bunker erreicht. Ja, die Ladung ist bei ihm. Also das war ja auch dieser eine Fuzzi, wo geheim stand. Der hat auch irgendwas, führt auch irgendwas im Schilde. Woher kommt die zweite Flasche? Man muss die richtigen Orte kennen. Ja, die zweite Flasche in diesem einen Gebiet, in diesem dunklen Bahnhof, hatten wir auch 2 Monde. Ist das vielleicht irgend so ein Paralleluniversum oder keine Ahnung? Es wird ja auch schon von Portalen geredet. Also der erste Kontaktbesuch, glaube ich mal nicht, dass da so wirklich jetzt Aliens oder so mit gemeint sind. Aber was meint ihr? Ich habe alles abgegeben, was ich hatte. Hoffentlich brauchen wir im Schutzraum kein Geld. Das ist nur ein Kratzer. Warum hast du den verbunden? Ich dachte, du stirbst hier. Warum hast du mich denn überhaupt angerufen? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Vielen Dank für die Rettung. Ich habe deine Pistole ein wenig verbessert. Sie hat nun eine erhöhte Durchschlagskraft. Ja, ich kenne mich mit diesen Dingern ein wenig aus. Kein Problem, viel Glück. Oh, das ist nett. Vielen Dank nochmal, dass Sie mich gerettet haben. Ach ja, und hier ist ja dieser Komische mit dem schwarzen Zeug. Verstehst du unsere Sprache? Kannst du laufen? Sieht aus, als wäre das das fehlende Kettenglied. Kontaktiere David, schnell! Okay, interessant. Was ist hier los? Ach ja, hier ist der Bunker. Gehen wir auch gleich mal gucken. Ja, wollt ihr nicht mit mir reden, oder was? Hauptsache ein paar Zigaretten. Okay, wir nehmen sie. Im Schutzraum ist noch Platz. Geh hinunter zum Vorgesetzten. Er hat etwas Wichtiges zu sagen. Telefon? Unten gab es eins. Ja, wir gucken gleich. Ist hier nur irgendwas?
Vergiss nicht, die Essensnotvorräte einzuladen. Wir schließen den Lastenaufzug bald. Ja, wie wir sehen, hat das ja sehr gut geklappt. Zivilisten 12.542. Arbeiter des Laboratoriums 64. Nicht identifizierte Objekte 1. Interessant. So. Ah, die Musik wieder. Wenigstens können wir jetzt mal ein bisschen was erkunden, ohne dass wir hier auf diese nervigen Viecher treffen. Oder auf sonst irgendwelche Gegner. Können wir vielleicht noch ein bisschen Story mitnehmen. Schöne Aussicht. Oh ja, schön unter der Erde. So. Was geht denn hier ab? Bitte fass nur nichts an. Ja, danke schön. Rauche nur im Flur. Was für eine große Sache. Was auch immer. Wo geht's denn lang hier? Geht das jetzt hier weiter oder hier? Oh. Wir haben ihn in der Nähe erwischt. Es war schwer, ihn ruhig zu stellen. Okay, da haben sie doch so einen Fuzzi hier bekommen. Noch keine Neuigkeiten. Wir versuchen zu verstehen, warum das Gas solche Auswirkungen auf die Menschen hat. Die Bestandteile sollen die Zellstruktur verbessern. Nun, um es einfach zu sagen, müsste es Menschen klüger machen. Schneller und so weiter. Aber das passiert nur in ganz wenigen Fällen. Die anderen Fälle kannst du im Kolben sehen. Ja, das meinte ja auch der Mann, dass das Gas nicht dieselben Auswirkungen auf alle hatte. Die meisten, ja, werden halt zu diesen schwarzen Zombie-Viechern. Und irgendwie sollte es aber, ja, Supermenschen aus denen machen anscheinend, keine Ahnung. Wahrscheinlich dann mit den weißen Augen, weil die Viecher haben ja auch weiße Augen. Wahrscheinlich sind die Menschen mit weißen Augen dann diejenigen, die das Gas verbessert hat. Hm. X2. Ja, da haben wir eine von diesen scheiß Kapseln. Darüber kann ich dir wenig sagen. Wir können nicht einmal feststellen, aus welchem Material diese Kapseln sind. Nach dem Gas brauchst du gar nicht erst fragen. Ja, der versteht seinen Job. Von 42 Versuchskaninchen, die dem Gas aus Kapseln A1 und A2 ausgesetzt waren, erreichten 41 Subjekte den feindschaftlichen Zustand HZ2. Ein Subjekt befindet sich unter Beobachtung. Okay. Ein Telefon. Okay, doch nicht nach Hause telefonieren. Okay. Gucken wir weiter. Oh. Offensichtlich haben sie den Container mit Essen noch nicht geladen. Ja, schön. Medizin kann ich aber kaufen. Komm, wo ist hier der Cursor? Ich sehe halt nicht. So, erstmal leer gekauft. Das haben wir hier noch. So, erstmal kaufen, kaufen, kaufen. Kaufen, kaufen. Den Rest brauche ich sowieso nicht. Wo, wir haben keine Nahrung mehr, wo? Aber wir haben die Hauptpassagiere jetzt eh abgegeben. Oh, was ist hier los? Der Rat konnte noch nicht entscheiden, welche Nation über den Wächter herrschen soll. Darum mussten wir einen neutralen Hauptprozessor erschaffen. So viel verschwendete Zeit. Hm. Interessant. Der Rat, der Wächter. Also, sieht aus, als hätten wir alles geladen, was wir brauchen. Der Container mit dem Essen ist hier. Nee, der steht noch oben. Was ist das denn da für ein Fuzzi in dem Glas da hinten? Okay. Interessant. Oh, wie weit geht das denn noch runter? Oh, wir müssen hier hoch. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit. Das ist der Hauptprozessor für den Wächter. Wir haben ihn im Auftrag des Rates gebaut. Deine Aufgabe besteht darin, ihn nach Metropol zu liefern, so schnell wie möglich. Merkwürdig, dass Mr. Thornton dir den Elektrokern gegeben hat. Soweit ich weiß, ist er nicht mehr auf unserer Seite. Nimm meinen Assistenten mit. Er hilft dir, den Prozessor in Metropol anzuschließen. Alles klar. Okay, dieser Thornton, der uns den Elektroprozessor gegeben hat, da,
Der ist eigentlich nicht mehr so wirklich dafür. Ich glaube, der war auch in diesem einen seltsamen Raum mit drin. Mit diesem Adam White und diesem Cowboy. Die führen ja, das sind ja welche mit diesen weißen Augen. Also irgendwas geht hier vor sich. Gut. Ich warte im Zug auf sie. Ja, und haben wir wieder eine Anne Haxen hier, ey. Aber er scheint nicht krank zu sein. Das ist schon mal gut für unsere Nahrungsvorräte. So, dann verpieseln wir uns mal von hier. Ich hoffe, wir kriegen den Code jetzt mal. Sollten wir... Ach, der hängt ja schon da wieder an dem Ding. An Peter Elbow, Bahnhofsvorsteher, L-Apps, Bunker. Okay. Wir haben alles eingeladen. Gute Reise. Alles klar. 2,9 für 5. So, tschüss. Ach, da ist diese Kiste schon wieder. Und das andere Ding. Jetzt ist aber Feierabend hier. Muss man ja noch mehr durch den Zug laufen. Ja, die spinnen nur alle. Die haben noch einen Lattenschuss nicht gehört. So, jetzt ist, glaube ich, mal ein bisschen Zeit hier, ne? Kann man auch mal wieder gucken, wo wir hier überhaupt sind. Bevor wir mit dem Fuzzi da reden. Ja, wir haben, glaube ich, gar nichts mehr hier. Ja, Essen ist null. Niente. Oh, wir sind wieder hier in Reichweite. L-Apps Bunkers. Erste und größte Anlaufstelle, die auf Befehl von Vermont White unter Leitung des Rates von Metropol gebaut wurde. Dazu gehört auch der L-Apps Komplex, der sich mit der Erforschung der Artefakte vom ersten Besuch beschäftigt. Hä? Was ist... Hallo hier. Oben... Hallo, Mann! Ja. Modeline-Tal. Nach einem massiven Erdrutsch vor 20 Jahren beschlossen die örtlichen Behörden, den Großteil der Stadt wieder aufzubauen. Heute ist die Kriminalitätsrate in der Stadt erhöht, aber nach einer kürzlich von Armut White angeordneten Neubesetzung der Leitung sind erste Verbesserungen zu erkennen. Das ist schön. Ach so. Graham Lowe. Wie war es? Wovon redest du? Du hast die Grenze überschritten und antwortest immer noch. Das bedeutet, dass du auf jeden Fall irgendetwas passiert ist. Ich weiß nicht, was es war. Ich weiß nicht, was es war. Okay. Hä? Aber nach dem zweiten Mal ist er nicht... Oh, oh, oh. Ach, scheiße. Was ist das? Die Grenze überschritten. Ist das vielleicht was mit diesen Portalen? Das ist ja schön, dass wir das jetzt nicht lesen konnten. Ich muss mal eben gucken, wie es unserem Dude hier geht. Okay, das geht noch. Toller Zug, ja, sehr schön. Sagst du noch was? Können wir da noch was leben? Ist alles in Ordnung. Sein erstes Mal erzählt, aber nach dem zweiten Mal ist er nicht zurückgekehrt. Bei mir ist alles in Ordnung. Nach Metropol ist es nicht mal weit. Viel Glück, mein Bruder. Bram ist offline. Okay, die Grenze überquert. War das vielleicht was mit diesen zwei Monden? Also irgendwas muss hier mit so einem Paralleluniversum oder was weiß ich. Irgendwas stimmt hier nicht.